ist wie der Nano, und was ihr nicht mehr sehen könnt, ich stütze mal schon rüber, ist Deus Ex Mankind Divided, die Collector's Edition für die PS4, liebe Leute. Die habe ich mir mal gegönnt, und zwar für 129 Euro bei Amazon. Gibt es auch, glaube ich, noch, also die könnt ihr euch noch kaufen. Und die wollen wir jetzt mal schön unboxen, also ich zeige es erstmal von allen Seiten wiederum. Und dann machen wir es mal schön gemächlich auf. Ja, und wenn euch das Video gefällt, gebt einfach einen Daumen nach oben, und ein Abo wäre auch nicht schlecht. Schreibt ein bisschen was in die Kommentare, und ich würde sagen, los geht's! So, also hier haben wir dieses schöne Exemplar der Collector's Edition. Es ist ab 18 Jahren geeignet und kommt auch mit einer coolen Form schon mal, also schön hier drei Ecken und mehreren Kanten, sag ich mal. Ich drehe es mal langsam rum, und hier hinten sieht man nämlich schon alles, was da nämlich drin sein soll. Und zwar, wir fangen mal hier an, exklusive schwarz-goldene Prisma-Box. Also es ist ein Prisma. Dann eine 23 cm große Adam Jensen Figur. Da schaue ich mal, wie die so ist. Dann haben wir eine Limited Edition Steelbook und ein 48-seitiges Titan Artbook. Das scheint wieder so ein kleines zu sein. Schauen wir mal. Ja, dann haben wir ja noch einige digitale Inhalte. Und zwar das Geheimagentenpaket, extra Mission im Spiel, digitaler Soundtrack und digitale Bücher. Was auch immer sich da verbirgt dahinter. Oder dahinter verbirgt. Das werden wir, denke ich, alles sehen. So, jetzt kommen wir nochmal zu den Systemanforderungen. Da gehe ich mal ein bisschen runter. So, hier haben wir sie. Also, es ist für einen Spieler, es sind Netzwerkfunktionen vorhanden. 40 GB freien Platz braucht ihr. Natürlich mit DualShock 4 Vibrationsfunktionen und ein HD-Videoausgang von 720p, 1080i und 1080p. Und es unterstützt Remote Play. Wunderschön. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Tschuck, 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 tschuck. So, denn jetzt packen wir das Teil mal aus. Hier oben sind zwei Siegel. Ich kann es leider ein bisschen weiter dahinter stellen. So, und die machen wir jetzt mal auf. Eins. Und das zweite. So. Und da schauen wir jetzt mal rein. Oh, es geht so auf. Wunderbar. Aha, hier haben wir gleich mal diese Prisma-Box nochmal drin. Das Zeichen ist glänzend. Sieht man das in der Kamera? Müsste man eigentlich sehen. Ich tue es mal hier so rum. Ohne es aufzureißen. So. Die Verpackung ist weg. Und man bekommt diese Box. Hier zieht sich ein goldener Faden durch. Sehr schön, finde ich. Also die Box ist schon richtig geil. Und dann machen wir sie mal auf. Mal schauen, was sich da alles drin verbirgt. Ja, so geht's auf. Oh, cool. Also, oh, da kommt wieder ein Chemiegestank hier raus. Aber na gut. Die Figur machen wir später. Zeigt es nochmal. So sieht es hier innen drin aus. Hier ist noch irgendwie so ein Standteil. Gucken wir uns später an. Und Artbook schauen wir uns auch später an. Wir kommen erstmal zu dem Spiel. So, also hier ist das Spiel. Steelbook. Ich reiße es gleich mal auf. Ich muss da irgendwo. Machen wir es so. Hopp. So sieht die Steelbox aus. Nicht schlecht. Habe schon schlimmere gesehen. So kommt sie mit dem Rücken. Und so sieht sie hinten aus. Auch nicht schlecht. Cool. So, ich mache es mal kurz auf. Ja, ich habe mir es bald gedacht. Da ist wieder ein Code dabei. So. Also hier ist die Blu-ray-Disc
Innen hat man nochmal alles solche kleinen Prismas. Ja, und was ist da mit dabei? Jetzt muss ich erstmal gucken. Okay, erstmal ein bisschen Werbung. Ja. Tun wir gleich mal wieder hier rein. Dann die Nutzungsbedingungen dürfen wir nicht fehlen. Also das Heftchen. So, und dann haben wir hier, jetzt muss ich mal die eine Seite zeigen, die zusätzlichen digitalen Inhalte. Ne? Auf der Rückseite ist halt der Code. Und da sieht man halt nochmal alles, was dabei ist, an digitalen Zeug. Und mal schauen, wie sich das im Spiel dann halt alles so gibt, was man da so alles machen kann. Gut. Und erstmal hinter. Pupsi. So, jetzt kommen wir mal zu dem Artbook. Also ich habe mir schon gedacht, dass es ziemlich klein ist, aber das heißt ja nichts. So sieht es von hinten aus. Und dann schauen wir mal rein. So. Es sind halt auch nicht viele Seiten, ne? Wenn man das erstmal so schaut. Sind nicht viel, also viele Seiten. Ah, hier gibt es ja sogar verschiedene Sprachen, das ist schon mal cool. Ja. Und wie immer Charaktererklärungen und Waffen und die ganzen. Hier sind nochmal Charakter, genau. So. Und ein paar Schauplätze noch. Dubai. Genau. Panzer. Suites. Also ist schon ein bisschen was an Bildchen vorhanden. Hier die einzelnen Arme. Und die Waffen halt. Ne? Okay. Ist nicht schlecht. Habe ich aber schon besser gesehen. Gut. Und jetzt kommen wir mal zu der Figur. So, also die hat ja hier so noch so eine Schutzhülle. Die darf ich jetzt mal abmachen. So. Okay. Und für was ist jetzt das da? Keine Ahnung. Zum hinten drunter stellen oder was? So. Ist auch keine Erklärung dabei. Ich schaue noch mal ganz kurz auf die Rückseite von diesem Teil. Nö. Tja, also falls ihr es wisst, für was das Teil dabei ist, also ich kann mir es bloß so erklären, damit es hier unten reinkommt, damit er nicht hier so so über Kopf steht, aber da steht eigentlich ganz gut. Ja. Jetzt kommen wir mal zu der Figur an sich. Ich zeige sie mal ein bisschen näher. So. Also ich habe schon besser gesehen, muss ich wirklich sagen. Sie ist nicht schlecht. Hier unten haben wir so einen Kunststoffständer. Sie ist auch nicht schwer. In dem Sinne, also so richtig gefallen tut sie mir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, gut, lass ich halt erstmal so stehen. Jo, ich tue mir diesen Stern lieber hier drunter. Nicht, dass man vorne wegbricht. Und hier haben wir noch dieses Deus Ex Schildchen oder ja. Gut, jetzt sind wir auch schon am Ende unseres Unboxings. Kommen wir mal zum Fazit. Halt. Ich habe fast noch was vergessen. Und zwar in der Box liegt ja noch dieses Teil. Und es kommt wahrscheinlich dann noch hier vorne drauf. Schätzungsweise. Okay, so vielleicht. Ja. Macht jetzt nicht unbedingt die Figur cooler, aber es war halt mit dabei, das wollte ich euch noch zeigen. Ansonsten ist es jetzt soweit leer. Und ja, jetzt kommen wir zum Fazit. So, liebe Leute, das Fazit. Also, was haben wir denn alles? Also, man hat die Box, dann
das Steelbook mit Spiel und digitalen Inhalten. Dann haben wir hier das Artbook mit ein paar Seiten, 48 ne, waren es glaube ich. Und diese Figur, die ich meiner Meinung nach nicht so schön ist, aber okay, vielleicht den einen oder anderen gefällt sie mehr. Für 129 Euro. Also ich habe es wie gesagt schon besser gesehen, aber auch schon schlechter. Ich gebe meine persönliche Note ab und zwar ist das eine 7,5. Ne? Also ich weiß nicht, wie das Spiel ist. Das werde ich jetzt dann mit zocken, aber das beläuft sich ja nicht mit auf diese Wertung ein. Es geht ja bloß um diese Collectors Edition. So, liebe Leute. Ja, liebe Leute, das war schon wieder das Unboxing Deus Ex Machina Divided. Falls ihr anderer Meinung seid mal, oder falls ihr sagt, ey, das, ich finde die Box oder diese Collectors Edition besonders geil, dann bitte keine bösen Worte, das ist halt meine persönliche Meinung und ich habe auch schon ein paar Collectors Editions aufgemacht und von daher finde ich das halt so für mich. Ne? Also wie gesagt, wenn ihr anderer Meinung seid, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr die Box habt oder irgendwas und ihr sagt, ey, die Figur, die finde ich doch total cool und was redet denn da für ein Mist hier? Bitte in die Kommentare schreiben und dann werde ich bestimmt darauf antworten. Und ja, ich hoffe, man sieht sich bei einem der nächsten Videos wieder. Und bis dahin werde ich mich verabschieden. Euer Donner, haut rein. Ciao.